Die SG Ladies werden präsentiert von Olymp. Ja, also man fühlt sich wohl und das ist einfach, vielleicht ist es auch deswegen, dass man halt so das Gefühl hat, dass es schon so lange ist jetzt wieder. Es sind ja nun fast 2 Jahre, ist eigentlich kurze Zeit, aber im Handball, ja, ob es da kurze Zeit oder lange Zeit gibt, weiß ich nicht, aber wir fühlen uns wohl und deswegen denke ich, ist es einfach, verging die Zeit einfach auch so schnell. Ja. Ja, also für mich persönlich ist es immer eine Voraussetzung, dass ich mich wohlfühle da, wo ich bin, damit ich auch meine Leistung abrufen kann. Und ich denke, dass es bei den meisten Leistungssportlern so ist, weil das Privatleben ja schon auch im Vordergrund steht und man sich in der Umgebung wohlfühlen sollte, in der Mannschaft wohlfühlen sollte, in der Stadt wohlfühlen sollte, weil ansonsten ist es schwierig, die Leistung zu bringen, ja. Also ich denke, es war schon Zufall, weil so viel Glück kann man eigentlich fast gar nicht haben, weil im Handball ist ja, wir sind auf 2 verschiedenen Positionen, haben in 2 verschiedenen Vereinen gespielt und dann kam das Angebot aus Bietigheim und das war natürlich perfekt für uns. Ja, also es ist nicht immer leicht, auch wenn es vielleicht für Außenstehende so aussieht, als wenn es leicht ist oder man sagt, die sind ein Pärchen, natürlich bevorzugen die sich gegenseitig oder irgendwas in der Art. Aber es ist oft genau andersrum, weil mit der Person, die man am besten kennt oder die man liebt oder wie auch immer, mit der ist man einfach strenger. Und wir sind da auch beide so Typen und wir sind auch beide so akribisch und kritisch. Und ich weiß nicht, ob das immer gut ist, aber ja, es ist nicht immer leicht. Man denkt halt, man verträgt, also man kann mehr einstecken oder vertragen, aber oder ja. Ich kann das ruhig sagen, weil die liebt mich ja, die ist dann nicht böse auf mich, wenn wir nach Hause gehen oder irgendwie so, das ist es manchmal ja. Ja, ich denke halt, man hat so denselben Wochenrhythmus, Tagesrhythmus, Monatsrhythmus, also durch die Saison halt, sage ich mal. Es ist halt nicht, man hat halt nicht die Freizeit und Freiheit, immer so viel zu unternehmen und keine Ahnung. Und man weiß halt, dass der eine, zum Beispiel jetzt bei Tess und Bobby, sie wissen halt, sie sind vielleicht nicht immer zusammen zu Hause durch Training, durch Spiele, wenn sie am Wochenende unterwegs sind. Und bei uns ist es halt, glücklicherweise sind wir zusammen und können viel zusammen erleben, was das betrifft. Aber ich denke, da kann man halt sich besser in die Situation reinversetzen. Und ich glaube, deswegen ist das vielleicht so ein Anziehungspunkt. Ja, also ich meine, alleine einen Titel zu gewinnen, ist natürlich schon eine Riesensache. Und wenn man das dann mit der Person zusammen erleben und feiern darf, die man liebt, dann ist das einfach natürlich nochmal wieder was Tolles. Und ich hoffe und ich wünsche mir sehr, dass wir das dieses Jahr, wir beide zusammen, aber auch mit der ganzen Mannschaft, die es verdient hat, feiern können. Ja, ich denke, halt, das letzte Jahr hat uns gezeigt, wo wir unsere Baustellen haben, wo wir uns weiterentwickeln müssen. Und deswegen haben wir da vielleicht auch den einen oder anderen Punkt letztes Jahr liegen lassen. Ich denke, da sind wir fokussierter und aufmerksamer, dass uns das halt nicht nochmal passiert. Und wir sind einfach noch mehr zusammengewachsen, denke ich. Haben natürlich auch noch Verstärkung bekommen. Und mit Walli zum Beispiel im Tor oder mit Luisa am Kreis auch nochmal 2 Granaten dazu gewonnen, die uns da auch guten Rückhalt geben. Und deswegen denke ich, das letzte Jahr war das Lehrjahr und ich denke, dieses Jahr sollten wir uns den Bonus abholen. Klar, also die Erfahrung, die wir haben oder auch andere Spieler wie Maura oder Tess oder so, natürlich versuchen wir die jungen Spielerinnen oder die Spielerinnen, die diese Erfahrung eben noch nicht haben, mitzuziehen und ein bisschen Tipps zu geben oder zur Seite zu stehen. Aber ich denke, dass, wie Susi schon gesagt hat, letztes Jahr die meisten von uns gelernt haben, wie es läuft oder wie es laufen sollte. Und dass es deswegen auch dieses Jahr natürlich mit den Verstärkungen, die Susi auch schon angesprochen hat, deswegen so gut läuft. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns belohnen können.
Ja, ich denke, er versucht sich viel in uns hereinzusetzen und halt auch so, ja, also zum Beispiel durch die vielen englischen Wochen und so zu versuchen, Verständnis aufzuzeigen und das ein oder andere Training halt anzupassen. Und ja, er versucht halt immer an allen in die positive Richtung zu gehen. Ich denke, da haben wir auch schon viele Trainer kennengelernt, die sehr negativ waren, wenn man zum Beispiel mal ein Spiel verloren hat. Und er versucht es halt immer wieder aufzufangen und hochzuheben und wieder in die richtige Gewinnerrichtung zu lenken. Und ja, also ich denke, also wir haben so eine starke Mannschaft und wir machen es ihnen einfach, aber er macht es halt auch uns einfach. Mit in dem Sinne, wie ich schon gesagt habe, dass er sich halt versucht, in eine Frau reinzuversetzen. Ja, das ist nicht immer leicht. Ja, das ist nicht immer einfach. Es ist nicht einfach und erst recht nicht, wenn es sich um Frauen handelt. Aber ich denke, auch das ist was man in so einer Mannschaft, wenn man in so einer Mannschaft spielt oder auch spielen möchte, in Kauf nehmen muss. Das sieht man auch in anderen großen Mannschaften wie WADA oder eben jetzt auch Rostov. Da sind auch lauter Nationalspieler, die auch mal auf der Bank sitzen. Es ist aber auch gleichzeitig klar, dass nicht eine Spielerin 60 Minuten durchspielen kann. Und wir brauchen uns alle gegenseitig, um die Spiele erfolgreich gestalten zu können, um am Ende der Saison erfolgreich zu stehen. Weil so eine Saison ist lang und hat gerade dieses Jahr viele Spiele für uns. Und da ist es einfach schwierig. Deswegen dieser Teamgeist und dieses Aufteilen der Spielzeit. Ich finde, das hat Martin auch ganz gut im Griff und wir Spielerinnen gehen auch gut damit um. Wir wissen, dass wir einander brauchen und dann ist das auch okay. Nee, die Entwicklung ist noch nicht zu Ende, das denke ich auch nicht. Und diese internationalen Spiele, die wir halt dieses Jahr dazu noch extra haben und wir auch viel erreichen wollten, das hatten wir letztes Jahr nicht, aber ich denke, sie haben uns extrem weitergeholfen, auch im Hinsicht auf die Liga und auf die Pokalspiele, die wir hatten jetzt. Zum Beispiel das Rostov-Spiel zu nehmen am Wochenende und darauf verlieren wir vielleicht mit 3 Toren und so war's. Und dann fahren wir dann darauf hin nach Buxtehude und machen da ein Bombenspiel. Und ich denke, das merkt man, dass wir uns da so ein bisschen die internationale Härte holen für die Liga und hilft uns, denke ich, dabei, in der Liga halt noch mal extra zuzugreifen und noch besser zu sein als letztes Jahr. Ja, ich denke, durch den Altersunterschied wird es wahrscheinlich eventuell noch mal passieren, weil ich habe ja schon noch vor, ein paar Jahre zu spielen, aber bei Nina geht es jetzt langsam mal den Ende zu, würde ich sagen. Naja, man wird nicht jünger. Nee, aber ich denke, es kann schon passieren. Vielleicht auch nur, dass ich noch weiter spiele und sie dann halt aufhört und sich anderen Sachen widmet. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Ja. Durch den Altersunterschied ist ganz klar. Ja, so kann man es sagen. Schauen wir mal. Ja.